Hallo, wir sind wieder von Genou, Ute und Nicole. Und heute machen wir? Wir machen ein T-Shirt aus einem selbstgemachten Schnittmuster. Wie ich das Schnittmuster gezeichnet habe, das findet ihr hier unter dem i. Ich habe jetzt die Schnittmuster auf den Stoff gelegt, und zwar links das vordere und das Rückenteil im Stoffbruch und den Ärmel doppelt. Ich habe es ausgeschnitten, Nahtzugabe habe ich ja schon dazugegeben. Bei dem Schnittmuster, und da brauche ich nichts weiter mehr machen. Ich muss jetzt noch meine Markierungen einschneiden. Das ist hier am Vorderteil. Einfach so ein kleiner Schnitt, damit ich das sehe. Und am Ärmel das Pendant dazu. Und die Schulternaht markieren vom Ärmel. Jetzt kann ich die Schnittteile runternehmen und schon mal die Schulternähte schließen. Ich lege den Stoff rechts auf rechts zusammen und dann pinne ich mir es ein bisschen fest. Bei dem elastischen Stoff muss man ein bisschen darauf achten, dass man Stoff nicht verzieht. Das ist eine sehr dicke Qualität hier, da ist es relativ einfach. Aber wenn das eine sehr dünne Qualität ist, ist es ein bisschen fitzlig. Zum Jersey nähen braucht man unbedingt eine Jersey Nadel. Die ist vorne etwas stumpf, damit man die Faser nicht zerstört vom Stoff. Zum Säumen nehme ich dann später eine Zwillingsnadel oder eine Doppelnadel. Nennt man es auch, und mit der mache ich die Säume, das zeige ich dann noch. Dazu gibt es ein kleines Video, wenn man dehnbare Stoffe näht, das könnt ihr euch noch angucken, das ist hier rechts oben unter dem i. Ich nehme jetzt für die Naht den dreifachen Geradstich, also hier bei der Brazo ist das ein elastischer Stich. Ich habe es hier schon mal probiert und das würde ich euch auch raten, dass man immer auf dem Stoffrest eine Probenaht macht. Die ist jetzt super elastisch und das ist jetzt der dreifache Geradstich und dann werde ich es noch mit dem Zickzackstich so versäubern. Ich habe ja 1 cm Nahtzugabe gegeben. Das ist jetzt bei mir in dem Fall, weil der dreifache Geradstich die Nadel ganz links stellt, ist es bei mir jetzt genau füßchenbreit. Ich schalte das Vernähen ein und dann einfach die Naht schließen. Und am Ende wieder vernähen. So habe ich noch eine schöne elastische Naht. Ich verkürze die Naht jetzt etwa um die Hälfte, sodass nur einen halben Zentimeter Nahtzugabe steht. Und versäubere das dann noch mit dem Zickzackstich. Ich stehe jetzt mit der linken Seite ziemlich genau in der Naht ein. Wenn die Naht nach links geht, ziemlich genau in der Naht oder ein bisschen in der Nahtzugabe, dann, damit ich das schön versäubert bekomme. Auf diese Weise schließe ich alle Nähte, die nicht sichtbar sind. Also überall, aus dem Halsausschnitt an den Säumen, Ärmelsaum und Taliensaum. Wenn ich die Schulternaht geschlossen habe, dann setze ich gleich den Ärmel ein, noch bevor ich die Seitennähte schließe. Auf der Seite ist das ja schon gemacht. Und hier. Ich habe ja beim Ärmel diese Markierungen. Da sehe ich, dass es vorne ist. Also rechts auf rechts, sorry. Diese Markierung kommt hierher. Und die Schulternahtmarkierung, die kommt natürlich genau hier auf die Schulternaht. Hier im Zwischenbereich kann selbst beim T-Shirt-Schnitt das manchmal ein bisschen länger sein.
Deswegen so ein bisschen über den Finger und feststecken. Auf diese Seite biegen, damit die Ärmelseite etwas länger wird. Das ist aber nur ganz minimal, da gibt es auch keine Probleme mit dem Einnähen. Und dann stecke ich das fest und nähe es genau auf die gleiche Art und Weise mit dem Dreifachstich, wie ich das schon an der Schulternaht gemacht habe, und versäubert es, also dann die Nahtzugabe auf die Hälfte etwa zurückschneiden und versäubern. Noch bevor ich die Seitennähte schließe, mache ich den Halsausschnitt. Und da muss ich darauf achten, dass ich besonders in den Rundungen, das ist jetzt in meinem Fall mehr hier vorne ist eigentlich noch relativ gerade, und hier den Streifen, mit dem ich das einfasse, etwas stramm ziehe. Das bewirkt, dass er dann auch glatt liegt. Und zwar, hier ist es ja nicht so wichtig und in den Rundungen stärker. Also hier an der Seite und auch hinten, hauptsächlich hier an der Seite. Ich fange jetzt mal an. Ich habe mir einen Streifen geschnitten, der ist etwas länger, als ich es tatsächlich brauche. Ich habe mir die hintere und die vordere Mitte markiert. Man kann es auch an der Seite anlegen für die Naht später, aber ich mache es jetzt mal so. Und zwar etwa einen Zentimeter nach unten, damit ich ein gutes Maß habe, wie es liegen soll. Jetzt stecke ich es mir mal fest. Das kann man natürlich auch im Liegen machen, wenn man keine Puppe hat, und dann mal anprobieren und dann eventuell nochmal nachbessern. Immer mit ein bisschen Spannung. Der innere Streifen dann schön am Hals anliegt. Wenn ich das rundherum gemacht habe, mache ich mir ein paar Markierungen, vielleicht gerade so die hintere Mitte. Man sieht es jetzt auf dem Stoff schlecht, ich könnte es auch noch mit dem Bleistift oder mit dem Trickmarker markieren. Vielleicht hier noch die Schulternaht und einmal so dazwischen. Dann mache ich es wieder weg und stecke es rechts auf rechts. Ich habe jetzt doch den Aquatrickmarker genommen und man sieht jetzt hier die Markierungen. Ich nehme das jetzt wieder ab und schneide die Blinde zurück auf die richtige Länge und nähe sie um, und zwar rechts auf rechts. Ich habe jetzt die Blinde nochmal abgenommen, habe sie auf die richtige Länge zugeschnitten und mit einem Dreifachgeradstich geschlossen. Dann habe ich sie auf meine Markierungen rechts auf rechts, also diesmal mit der Blende nach außen, nach unten, nochmal aufgesteckt und nähe sie jetzt unter dem entsprechenden Zug an, sodass dass der Unterstoff glatt aufliegt, und halt auch dafür die 1 cm Nahtzugabe ein. Hier darf man mal am Stoff ziehen. Dann muss man schön aufpassen, dass man alle drei Laken schön aufeinander hat. Und vielleicht hinten ein bisschen gegenhalten. Kommt ein bisschen auf die Nähmaschine an, wie die transportiert. Ich habe jetzt auch noch die Ärmel- und Seitennähte geschlossen. In einem durch. Also man steckt hier die Naht auf die Naht und geht dann in beide Richtungen mit, steckt es fest. Ich habe diese Naht jetzt nicht auf einmal versäubert, sondern auseinandergebügelt, damit es hier an der Stelle nicht so dick wird. Als nächstes machen wir die Zwillingsnadel in die Nähmaschine und dann stecke ich hier die Nahtzugabe nach unten und nähe dann von rechts mit der Zwillingsnadel drüber. Auch die Ärmelsäume stecke ich fest und nähe sie mit der Zwillingsnadel fest. Ich habe die Nahtzugabe jetzt festgesteckt und werde mit der Zwillingsnadel hier nochmal eine Naht setzen außen herum. Ob die jetzt genau da drauf ist oder halb und halb oder da, das ist vollkommen Geschmackssache. Ihr könnt euch vielleicht mal auf
den gekauften T-Shirts angucken, wie es da gemacht ist und könnt es dann so ähnlich oder genauso machen. Ich mache jetzt erst ein paar Rückstiche. So sieht es dann aus und so von hinten. Ich werde jetzt den Halsausschnitt auf die Art und Weise noch versäubern und meine Säume. Am Ende schneide ich auch noch an den Säumen die überstehende Nahtzugabe ab. Vorsichtig, dass man nicht in die Naht schneidet und natürlich auch nicht in den Stoff oben, in die Löcher reinschneidet. Ihr seht jetzt hier nochmal die Zwillingsnaht von hinten. Da ist der Zickzackstich und von vorne, das sind dann die zwei Nähtis. Man kann es kaum erkennen in dem bunten Stoff. An der Seite zeige ich euch nochmal die Naht von Namen. Da habe ich die Naht hier auseinandergebügelt, zurückgeschnitten und versäubert. Und hier am Ärmel, sowohl am Ausschnitt, wo ich den Ärmel eingesetzt habe, als auch oben an der Schulternaht. Da habe ich ja die Nahtzugabe zurückgeschnitten und zusammen versäubert. Auch beim Halsausschnitt kann man noch ein bisschen die Nahtzugabe zurückschneiden. Das habe ich ja auch mit Zwillingsnadel genäht. T-Shirt ist ganz super geworden. Ich habe es auch schon anprobiert. Passt auch gut. Ist ja vom eigenen alten T-Shirt. Also da weiß man ja schon, was so, dass es gut passt eigentlich. Wenn euch unser Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen hoch. Und denkt bitte daran, unsere App runterzuladen. Die ist gratis und Links dazu findet ihr auf unserem Blog. Ihr seht es auch gerade noch auf der Seite, den QR-Code. Ihr könnt, wenn ihr das Video auf dem PC anschaut, dann einfach mit dem Handy abscannen, dann kommt ihr direkt auf euren Store. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!